Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Wir bauen das Kinderzimmer um Teil 2. Ich habe den letzten Vlog gerade beendet. Ich glaube, das seht ihr hier in der Kulisse. Und wir sind nämlich gerade am Wickelkommode aufbauen. Das habt ihr, ich verlinke euch einfach mal das Video hier oben. Könnt ihr da einmal schauen, was das für ein Kinderzimmer ist, was das für eine Wickelkommode ist und so. Und wie wir angefangen haben, die aufzubauen. Der Felix ist nämlich hier fleißig dabei. Nach der Arbeit noch hier die Wickelauflage auf, die Wickelkommode aufzubauen, weil die Frau das unbedingt möchte. Aber mir kann man keinen Wunsch, wie nennt man das? Keinen Wunsch verwehren, genau. Abschlagen. Genau, deswegen macht der Herr das jetzt. So, und dann geht es für uns, also in diesem Vlog hier, geht es darum, die Wickelkommode komplett aufzubauen. Das heißt, ihr seht sie dann fertig. Und morgen, für euch aber trotzdem in diesem Vlog, werde ich dann das alles einräumen. Also, ja, die ganzen Babysachen rein und die Pampers und so alles reinräumen. Alles sortieren, alles schön machen. Alles hier im Kinderzimmer, alles ordentlich hinstellen und ja, alles bereit machen sozusagen. Weil noch, wisst ihr, haben wir hier diesen Riesenberg an Babysachen. Inklusive zweier Kinderwagen und so. Und das will ich dann morgen alles hier aufräumen und alles fertig machen. Alles bereit machen. Den Heizstrahler müssen wir noch aufbauen. Der steht da. Hier steht noch der Windeleimer. Muss ja auch alles aufgebaut werden dann. Genau, das seht ihr in diesem Vlog. So, meine Lieben. Der Felix hat einiges geschafft. Sie steht an sich. Der Korpus steht. Jetzt hier noch ein bisschen am Verfeinern gerade. Aber es sieht ganz gut aus, denke ich. Oder was sagst du? Ja. Bis auf, dass der Scheiß ein bisschen kaputt ist. Also kaputt geliefert wurde. Ja, das ist natürlich echt doof. Also eine Sache, also minimal. Auf der Seite habe ich es auch nicht hingekriegt. Das ist bald so minimal. Das ist nicht mal Millimeter, ein Mikrometer, aber. Das hier. Blödes, das stört mich. Ich kann ihn ja nicht ohne reindrehen. Kann ich ihn ohne reindrehen? Natürlich nicht. Na ja, gut, aber dann ziehst du einfach dran, kommt damit raus. Ein muss das Leim. Das Plastikteil kam kaputt. Schaut, Leute. Wir sind in der Mitte durch. Mhm. Aber nicht schlimm. Nee, fokussier das. Ich muss noch fange mich ausbauen. Eine Mittagspause. Mhm. Das ist lustig irgendwie. Ich kaputt spielen. Nee. Hier oben haben wir so drei Push-to-Open heißen die? Ja. Push-to-Open-Schubladen ohne oder Griff. Push-to-Schläge geht auch. Und diese anderen drei Schubladen, da unten fehlt noch eine Schiene, die kommt da gleich. Die Felix abgebaut, um da unten an die Dinger zu kommen. Die anderen haben so große Griffe hier. Die sind hier hinten. Genau. Hat schon mal aufgefallen, dass es der gleiche Farbton ist wie der Fußboden. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist schief. So, ich baue jetzt hier gerade den Diaper Champ zusammen. Das ist unser Windeleimer. Den hatte mein Bruder damals schon als Baby und ich bin einfach so begeistert von dem. Und dementsprechend haben wir den auf der Babyweltmesse gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Haul gesehen habt. Auf jeden Fall braucht man da keine Ersatztüten, sondern es reichen ganz normale Mülltüten. Die waren sogar hier schon im Lieferumfang enthalten. Und genau, der ist wohl wirklich komplett oder ist wirklich komplett geruchslos. Und da stinkt wirklich gar nichts. Wie gesagt, wir hatten den schon mal in so in diesem Blau hier hatten wir den. Ich habe ihn jetzt gekauft in diesem Grau. Und zwar in der mittleren Größe haben wir den, glaube ich. Genau, regulär. Den gibt es nochmal in klein und. Nee, den gibt es nochmal in groß und nochmal in noch größer, glaube ich. Aber wir haben gesagt, die kleine reicht. Der kleine reicht. Ich glaube, da passen 30 Windeln rein. Das sollte auf jeden Fall reichen. Der Herr macht jetzt hier die letzten
Dinger fest. Genau, 30 Dipels sollen da reinpassen. Und die kommen halt eben hier oben rein, in dieses Loch. Und dann klappt man das hier um und dann sind sie halt hier drinnen. Und hier durch diese Gummilasche ist es halt wirklich komplett geruchsdicht. Und dann liegen sie hier unten im Beutel, den kann man dann einfach auswechseln. Da kann man zum Beispiel auch Beutel nehmen, die irgendwie mit Duft sind. Und dann riecht er auf jeden Fall überhaupt gar nicht. Und genau, deswegen haben wir den gekauft. Der hat gekostet, ich glaube, auf der Babyweltmesse 55 Euro oder 50 Euro. Regulär, glaube ich, in der Größe 70 Euro, weiß ich aber gar nicht. Wie gesagt, den gibt es aber auch noch in richtig groß. Ich glaube, da passen um die 60 Windeln rein. Und aber auch noch mal eine andere Größe. Ich weiß noch nicht, was für eine Größe. Ist hier irgendwo ein Bild? Nee. Schade, schade. Ja, genau. Aber den haben wir gekauft. Da haben ja auch schon viele gefragt. Und den baue ich hier gerade zusammen, während der Mann schon meinen Wickelaufsatz aufbaut. Oh Gott, das geht aber schnell. Ja, und wie gesagt, Müllbeutel waren da auch schon dabei. Sehr cool. Aber da werden wir uns auch noch welche holen mit Duft, wenn es denn soweit ist. Wir werden das mal ausprobieren. Wir geben ihm, oder er muss eine zweite Testphase überstehen. So, Windel einmal ist fertig. Habe ihn auch schon ausprobiert. Hier sind die Müllbeutel. Und so funktioniert das Ganze dann. Und dann sind die Müllbeutel weg. Ihr wisst Bescheid. So, und Felix hat hier schon den Wickelaufsatz. Und dann ist es auch gleich fertig. Die Schubladen gleich noch rein und dann haben wir es endlich geschafft. Ne? Mhm. Bist du denn froh? Oh. Genau so gehört das, ja. Kannst auch einfach, ich baue es hier direkt dran, ich hätte es viel einfacher haben können. Oh, ich finde das so schön. Kommt vorne auch so ein Teil? Was? Das andere kommt vorne, ne? Ach so, ja. Hier fehlt ja noch was. Oh. Halt mal hoch. Ja. So, mein Lieben, es ist vollbracht. Sie steht mit allen Schubladen und Wickelauflage. Die ist von Julius Zöllner, falls da irgendjemand Fragen hat. Genau, ist 75x85 und passt genau rein. Habe ich extra bei Baby One vor Ort ausgemessen, beziehungsweise da ins Kinderzimmer gelegt, weil da stand ja das Kinderzimmer. Und geschaut. Ja, passt farblich auch sehr gut, aber kommt sowieso in Bezug auf, also es total egal. Morgen räume ich die ein und dann verschwinden ja die ganzen Sachen hier und dann stellen wir sie hier rüber. So an der Wand finde ich sie jetzt auch gar nicht so schlecht, aber finde ich so doof wegen dem Fenster, weil dann ist das so, ja, kommt man da schwer hin. Und wegen der schönen Wiege, die muss da ja auch noch hin. Genau, aber erstmal für heute geschafft. Guten Morgen, meine Lieben. Da sind wir wieder. Wir haben gestern ja die Wickelkommode komplett aufgebaut. Ich weiß nicht, nee, ihr seht sie nicht. Und ja, wir haben es jetzt auch schon Samstag, also einen Tag später. Und es ist auch schon 16 Uhr, glaube ich. Ich war jetzt gerade duschen. Wie ihr seht, habe nasse Haare und war gerade duschen. Habe meine Familie gerade zur Feuerwehr gefahren, weil die haben heute Jahreshauptversammlung oder so. Irgendwie sowas. Da habe ich sie gerade hingefahren und jetzt habe ich endlich Zeit, da weiterzumachen. Ich habe heute Morgen angefangen, habe die Babysachen von 50 bis 68 schon reingeräumt, zeige ich euch gleich. Und genau, jetzt geht es noch an die Pflegeprodukte, da habe ich schon alles sortiert so ein bisschen, aber habe unten erstmal heute das Laufgitter aufgebaut, genau, Laufgitter heißt das. Unten im Wohnzimmer bei meinen Eltern, weil, ja, wenn wir
halt mal unten sind mit der Kleinen, dass die Kleine dann halt so einen Ablegeort hat. Und da habe ich auch unseren Spielbogen reingestellt. Das zeige ich euch gleich auf jeden Fall auch nochmal. Genau, habe den jetzt aufgebaut. Hier steht ja unser Beistellbett. Da habe ich den Himmel gestern noch abgebaut. Der liegt ja hier noch. Den muss ich jetzt nochmal neu ranmachen, weil ich erstmal noch so ein etwas kleineres Mobile suchen möchte. Da muss ich nämlich nochmal schauen, ob ich da eins habe. Dann haben wir heute noch Post bekommen. Kam so ein süßer Kuschelhase hier aus Musselin mit dem Namen der Babymaus drauf. Richtig süß, verlinke ich euch in der Infobox. Richtig knuddelig, genau. Ja, und sonst muss ich mich jetzt gleich auch noch fertig machen, weil um ungefähr 5, 5:30 kommt meine Familie wieder. Und dann, ich bin schon wieder voll kurzatmig. Tut mir voll leid. Weil wir heute Abend zum Essen nicht eingeladen sind, sondern wir essen heute Abend Buffet, weil die Ex-Frau von meinem Vater hat Geburtstag. Komisch. Ja, und da feiern wir heute Geburtstag in bei einem Mongolen, glaube ich, heißt das. Ein mongolisches Restaurant, wo wir eben Buffet essen. Und ich liebe das da, Buffet zu essen. Auch wenn ich krank bin und überhaupt gar keinen Appetit habe, aber ich freue mich so extrem auf dieses blaue, leckere Eis. Oh mein Gott, das ist so lecker. Also eigentlich esse ich da nur Eis und Gurken. Jedes Mal, wenn ich da Buffet esse. Vielleicht noch ein paar Pommes. Ja, manchmal noch ein paar Pommes. Und Schokofrüchte, weil die haben auch ein Schokobrot. Das ist so mega. Also wirklich richtig Hammer. Da, genau, wollte ich mir nachher noch fertig machen. Ich habe mir jetzt wieder meine Nektarjacke übergeworfen. Wir haben nämlich richtig krasse 15 Grad. Und ich war vorhin schon mit T-Shirt draußen, mit den Hunden und ach, das war so schön. Also das ist echt richtig toll. Und ja, war auch gerade so einfach kurz Autofahren ohne Winterjacke. Mega. Aber ich glaube, bei euch ist es nicht anders. Ich wollte mir auch heute auf jeden Fall ein Kleid anziehen und damit mein Babybauch schön zur Geltung kommt. Der ist nämlich schon wieder ganz schön groß geworden, finde ich. Mega groß. Genau, schauen wir mal, dass wir den gut einpacken, den Babybauch. Und dann wollte ich jetzt gleich nochmal gucken, was für ein Kleid ich anziehe. Ich habe zwei zur Auswahl. Ich muss aber gucken, ob die nicht durch den Bauch zu kurz sind. Nicht, dass man mir die ganze Zeit unter den Rock gucken kann. Ja, jetzt werde ich aber erstmal mit euch runtergehen, die Kamera laden. Mein Ladekabel wurde leider vom Hund zerfetzt für die Kamera. Dementsprechend muss ich kurz runtergehen, ein neues Ladekabel holen, weil die Kamera nur noch 2%. Und gleichzeitig zeige ich euch das Laufgitter. So sieht es hier aus. Wir haben das von Roba. Ich glaube, das kennen ganz viele, das sechseckige von Roba. Mit so einem richtig schönen Bezug. Ich finde das so unglaublich schön mit diesem Bärchen drin und so. Und wir haben hier auch eine richtig dicke Matratze drin. Also es ist richtig schön weich. Hier ist eine richtig schöne, dicke Matratze von Träumeland, glaube ich. Also richtig was Hochwertiges. Richtig schön. Hier habe ich noch unseren Spielbogen reingestellt. Den verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Der ist nämlich auch mega süß hier mit diesem Vogel oder hier mit diesem Elefant. Da kann sie richtig schön spielen nachher. Und genau, jetzt kommt da nachher natürlich noch eine Decke und ein Spucktuch rein, wenn Kleine da ist. Aber so ist erstmal so der Bereich für die kleine Mausi, wenn sie denn hier bei uns unten ist. Und am Esstisch haben wir dann noch den Nomi, unseren Hochstuhl, aber sonst hat sie hier erstmal so ihren Bereich. So, mein Lieben, hier ist vollkommen Chaos wegen den zwei Kinderwagen. Aber die Wickelkommode steht jetzt hier, wo ich sie haben wollte. Ich habe sie auch schon eingerichtet. Habe hier einige Sachen hingetan. Muss jetzt noch auf die Utensilos und die Wickelauflagenabdeckung warten. Also ich habe so einen Bezug dafür bestellt. Da steht auch eine Milchpumpe, die muss noch irgendwo hin. Hier habe ich auch so ein kleines Regal hingestellt, unser Windeleimer. Und hier sind auch schon alle Sachen drin. Tada! Aber dazu kommt ein Video. Also zum Wickeltisch kommt ein Video und auch ja, allgemein zum Zimmer hier, wie ich das so eingerichtet habe. Hier oben wieder so Mobile hängen. Die ist süß mit dem Schäfchen. Aber da kommt, wie gesagt, ein Video und ich bin auch noch lange nicht fertig. Ich wollte das hier auch noch hier so hinhängen. Ups. Hier noch so hinhängen. Aber genau. Da kommt auf jeden Fall ein Video zu. So, meine Lieben, eine Roomtour zu
meinem Zimmer, hier in diesem Bereich und auch vom Babyzimmer kommt natürlich erstmal so eine provisorische Roomtour, weil wir ja auch noch umziehen werden und dann bekommt ihr ja von der neuen Wohnung auch noch etliche Roomtours von jedem Zimmer wahrscheinlich, beziehungsweise eine Wohnungstour. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen oder die beiden Vlogs, die ich für euch zusammen gebaut habe, zusammen geschnitten habe. Mir hat das Ganze so richtig viel Spaß gemacht, euch dabei mitzunehmen. Ich hoffe euch natürlich auch. Und dann, ja, würde ich mich natürlich über Feedback freuen und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Lecker! Lecker!